Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Vorstellung hier auf Connor. Wir schauen uns jetzt den Hosh Tiger 4LT an in der Version 1.0. Das Ganze kommt von Matthew FS. Gibt es neben PC und Mac auch für PlayStation 4 und Xbox One. Findet ihr in meiner Kategorie Werkzeuge und dann grober. Wir haben das gute Stück Hosh Tiger 4LT. 200 PS empfohlene Leistung bei 4 Meter Arbeitsbreite und 15 km/h maximale Arbeitsgeschwindigkeit. Für schmale 45.000 Euro unter Anschaffung 2.295 im Leasing. Es gibt keine Config-Blöcke. Der Modder, also Matthew selber, schreibt noch, was benötigte Leistung angeht, 200 bis 250 PS. Wie gesagt, hier drin sind jetzt selber 200 PS angegeben. Müsst ihr gegebenenfalls variieren oder halt mit Gewichten arbeiten, solltet ihr keinen 250 PS Traktor in der Nähe haben. Ja, hier ist das gute Stück, wie man das hier unschwer erkennen kann. Wir haben vorne und hinten jeweils zwei solche Warntafeln mit dabei, wo hier noch Leuchten mit integriert sind. Ansonsten ein normaler Anschluss. Wir haben hier als Liga Hosh Tiger LT mit dabei stehen. Das Hosh sieht gut aus. Das Tiger bzw. das LT, das pixelt leicht an den Rändern. Ansonsten haben wir das Ganze hier gegenüber auch nochmal. Hinten im Heckbereich dann auch nochmal eine Warntafel. Da sind dann Bremslichter und Blinker dementsprechend mit integriert. Das, oder beziehungsweise der Grubber selber lässt sich jetzt nicht zusammenklappen. Der ist halt so, wie er halt ist. Ne? Und deswegen rollen die Reifen hier hinten auch permanent mit. Das solltet ihr dementsprechend mit einplanen. Aber prinzipiell passt das Ganze hier soweit. Texturtechnisch bis, wie gesagt, auf die Deagles oder auf die kleinen Deagles hier, ne, wo das halt ein bisschen pixelt, sieht es soweit gut aus, hat die Hosh-Farben, passt, wüsste ich großartig nicht, was man dagegen sagen sollte. Ich habe da hier schon mal was vorbereitet, ganz klassischer Fall, ihr seht, Anschluss passt hier, Hydraulik und Co. oder Schläuche und alles haben wir in dem Falle hier momentan nicht mit dabei. Wenn wir uns hier Blinker anschauen, ihr seht, das klappt hier soweit, genauso wie hier die Bremslichter. Und hier vorne die Leuchten, die gehen dementsprechend auch mit an. Über das F1-Menü seht ihr dann auch schon, okay, kann nichts einklappen, ausklappen, sonstiges. Wir können das Ganze nur mit der Taste V senken. Dann geht das ja einmal nach unten, das hat dementsprechend auch Sound. Ja, lassen wir das einmal ab. Zack, und wenn wir jetzt hier losfahren, da sehen wir 15 km/h, ist so wie angegeben. Arbeitsbreite nimmt er dementsprechend auch vollzählig mit ein. Die Räder hier hinten bewegen sich, Partikelsystem und Co. ist mit dabei, ebenso der Sound. Ja, also das funktioniert soweit alles einwandfrei. Ist halt ein Grubber, kann man nicht so viel drüber erzählen, aber für alle die auf der Suche nach sowas sind, ja, könnt ihr definitiv hier keine Fehler damit machen. Das spiegelt sich dementsprechend auch im Log wieder, ihr seht, das Ganze sauber. Könnt ihr euch also auch bedenkenlos mit downloaden. Ja, mehr gibt es eigentlich nicht drüber zu erzählen. Download-Link inklusive Bewertung findet ihr wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn ihr mögt, lasst ein Däumchen Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssi, Gorski.